Ja, hallo zusammen zu einem Extra und dieses Extra soll ein Brandbrief sein an die Stadt Nürnberg und an die VAG und an die Energie. Und zwar folgende Situation: Am Plärrer muss jetzt wohl eine Ersatzhaltestelle für irgendeinen Bus eingerichtet werden in der Förderstraße und dazu muss man jetzt die Ladesäule am Plärrer außer Betrieb nehmen. Das ist etwas, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, was das soll. Es gibt so wenige Ladesäulen, öffentliche in Nürnberg, und es gibt nur eigentlich zwei Ladesäulen, die direkt nah an der Altstadt sind. Und jetzt will man eine davon für, es sind zwar nur 10 Tage, aber will man außer Betrieb nehmen, das geht nicht. Also Entschuldigung, da werde ich jetzt heute mal einen Brief an den Oberbürgermeister schreiben, eine E-Mail mit der dringenden Bitte, das zu revidieren. Denn man kann eine Bushaltestelle auch 100 Meter weiter verlegen. Da ist genug Parkplatz, da muss man nicht eine Ladesäule damit blockieren. Das ist absolut falsche Planung. Und ich rufe jetzt dazu auf, macht einen Shitstorm an die Stadt Nürnberg. So geht es nicht. Sowas zu genehmigen, das läuft nicht. Das ist kontraproduktiv für die Elektromobilität. Und das ist etwas, wo ich einfach nicht tolerieren kann. So etwas geht nicht. Wie gesagt, zwei Ladesäulen gibt es nur, die in direkter Nähe sind zur Altstadt, die zur freien Verfügung stehen. Es gibt in der ganzen Stadt nur 5 öffentliche Ladesäulen und davon eine wegzunehmen für eine Maßnahme, die man mit einem kleinen Komfortverlust für die Fahrgäste, dass sie 100 Meter weiterlaufen könnten, lösen könnte, tut mir leid, habe ich kein Verständnis dafür. Also bitte, helft mir dabei, meinen Unmut da zu teilen und wirkt auf die Stadt Nürnberg ein, dass sie diese Maßnahme da nicht durchführt. Vielen Dank für den Aufruf und Kommentare, Wünsche, Anregungen gerne unter diesem Video.